Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter mit Mass Effect. Heute und das jetzt. Also kann sein, dass ich gleich spontan den Stream unterbrechen muss und dann nachher wieder streame. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich warte auf eine E-Mail. Ja, kann dauern. So. Wir haben mit ihm gesprochen und er hat gesagt. Warum zeigt er uns den immer noch an? Brauchen Sie was, Süße? Ich hatte auch beim letzten Mal mit ihm geredet. Nämlich nicht so. Commander Shepard für Sie. Vergessen Sie es nicht, wenn Sie Ihre Zähne nicht vom Boden aufsammeln wollen. Entspannen Sie sich. Der Blick. Das Problem mit euch Allianzleuten ist, dass ihr keinen Humor habt. Wo ist er jetzt? Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird das schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Immer die anderen beschuldigen. Du bist nie selber schuld. Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Ach so. Was ist denn jetzt mit was ihm? Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf. Einfach nochmal fragen. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird das schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Ja. Ich verschwinde. Du armer, armer Kerl. Ja. So. Nein. Da. Tagebuch. Wo ist er denn? Aber wo ist der? Gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ach so, ich hatte das markiert, deshalb pinkt er da die ganze Zeit noch. Karte. Ja. Ach so. Warum geht die Tür nicht auf? Mach doch mal die Ports auf. Achso, da hinten die geht auf. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt das nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Zu viele Lichter, zu viele Geräusche. Eine Menge Verkehr hier. Was meinen Sie, wie schnell diese Wagen sind? Oh, keine Ahnung. Also bestimmt schnell. Ich komme von da hinten, glaube ich. Ja, ich komme von da hinten, genau da. Von genau da komme ich. Ja. Zeigt man mir hier denn auch was Quest-Relevantes an? Kann ich hier irgendwo jetzt neu hinreisen? Nö. Karte. Ach, da hinten muss ich hin. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich musste zum Krankenhaus-Dings. Zur Krankenstation. Krankenhaus-Dings.
Lauf doch schneller. Tu mir doch den Gefallen. Laufen geht, das tut auch nicht weh. Hi Mitchell, schön, dass du da bist. Geht's dir besser? Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Hier geht's richtig bescheiden, ja? Wie schnell kann der bitte laufen? So schnell kann ich nicht laufen. Ich glaube, wir sind fertig, Commander. Das ist echt schlecht. Es tut mir echt leid. Ich glaube, ich habe Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ich fühle mich richtig schlapp. Das ist aber krass, dass dich die zweite Spritze so weghaut. Bing. Sicher. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, vor allen Dingen, weil du die erste sehr relativ gut vertragen hast, ne? Hallo? Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Guter Schuss. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wer waren diese Männer? Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Welcher Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Okay. Und wo ist sie hingegangen? Bei der ersten Spritze war überhaupt nichts. Ja, umso bescheuerter ist das eigentlich, dass sich die zweite... Vielleicht haben die zweite gepuncht. Nein, glaube ich nicht. Nein, aber kann ja sein, dass der jetzt seine volle Wirkung entfaltet und das deswegen einen umhaut. Kann ja sein. Wo ist sie hingegangen? Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Beweise vielleicht. Naja, viele sagen, dass die zweite schlimmer sein soll. Okay, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Ich meine, ich habe jetzt nur meine Tante hat eine... ist jetzt schon geimpft. Ansonsten ist keiner schon komplett geimpft. Schwiegervater hat nur eine bekommen. Der bekommt jetzt nächsten Monat die zweite. Ja. Bestimmt Beweise. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geht zu tun. Sie muss Saren mit den Geht in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Aber Fitz hat sie. Wir müssen sie finden. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Warum hasst sie ihn? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. So, ich bin wieder da. Also so schnell war ich tatsächlich noch nicht unterwegs. So. Noch so ein, zwei Sachen machen, dann bin ich sofort bei euch.
So. So, da bin ich wieder. Noch kurz und Kram. So. Ich vertraue Ihnen nicht. Sie haben es klar ausgedrückt. Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschung finden. Aber ich wusste, dass wirklich was vor sich geht. Was wirklich vor sich geht. Saren verrät in dem Rat und entehrt mein Volk. Okay, nein. Hast dich klar ausgedrückt. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadowbroker hat einen korganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ja, er könnte nützlich sein. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. So, sehr schön. Was? Ich muss jetzt auswählen. Die nehme ich... Was kannst du denn? Also ihn nehme ich auch... Nehme ich auf jeden Fall mit. Hinzufügen. So. Überprüfen. Ich habe keine Ahnung, was kann sie, was kann er denn? Kampfstärke geht hoch. Nein, ihn nehme ich auf jeden Fall mit. Nee, ich glaube, ich nehme sie mit. Ich glaube, das lasse ich so annehmen. Jo. Lassen wir das Team so. Ich glaube, so ist ganz gut. Achso, die Markierung noch weg. Das wäre ganz cool. Eck, nicht woanders hin. So, und dann müssen wir wieder in die Bar. Die war doch da hinten. Ich glaube, die ist eben schneller gelaufen. Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen. Wow, er hat eine Besichtigungstour gemacht. So, und hier ging es nach da unten. Und da unten musste ich dann auf die andere Seite. Was? Da hinten nämlich hin. Und da war die Bar, genau. Sieht geschlossen aus. Fist weiß, dass wir kommen. Ja, ich glaube auch. Greifen Ziel an! Achtung! Was soll denn da sein? Ich sehe keinen. Zack, weg mit dir. Das ist der andere. Da oben irgendwo, ne? Schläger. Den sieht man gar nicht. Schilde sind unten.
ja alles gut. Steht noch. Sie können aufbrechen. Gerade so. Also ihr könnt auch schießen, ne? Also das muss ich nicht alleine machen. Ganz kurz hinten hin. Ja, ist ja gut. Also könnte langsam sterben. Kommt sie jetzt von hinten? Was bist du noch, Feige? Bleib unten. So. Hier sind noch welche. Sehr schön. Bereich ist sicher. Ja, weiß ich. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Was? Tötet sie alle. Steck dich nicht immer. Mann. Kein Kontakt. Kein Kontakt, nö. Zeit zu sterben. Och. Mehr hast du nicht, ja? Töten Sie mich nicht. Ich gebe auf. Okay. Ja, dann. Spuck aus. Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er lügt. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe gedacht, solange mein Evoli noch nicht fertig animiert ist, habe ich gedacht, Kapamon. Ja. Er lügt. Mich lügt niemand an. Sie haben 3 Sekunden, dann schieße ich. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Unmöglich. Der Shadow Broker arbeitet nur über Agenten. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Cool, du lässt ein Evoli animieren. Nein, das animiere ich. Das kommt in die Kiste, die du schon gesehen hast. Was natürlich seine Zeit dauert, weil das muss ich ja auch bewegen und so. Das muss ja nicht nur in der Kiste sein, das muss ich auch bewegen. Also dauert das halt ein bisschen. Und ich habe ja jetzt andere Sachen gemacht, also hatte ich jetzt nicht so viel Zeit für das Evoli. Ja, aber halt kann das dann halt keine Befehle. Also es kann... das soll halt in die Kiste und das soll dann halt rausgucken. Und das finde ich ganz cool. Und dann halt wieder in die Kiste zurück, sodass das, dass ich die in Dauerschleife halt laufen lassen kann. Wenn sie hier auftauchen, werden Sarens Männer auf sie warten. Wir müssen sie retten. Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Und was mit dir? Soll ich ihren Anteil daran vergessen?
Hey, ich habe ausgepackt. Ich habe ihnen von dem Treffen erzählt. Außerdem habe ich jetzt andere Probleme. Der Shadow Broker will meinen Tod. Ich muss verschwinden. Vergessen Sie mich. Ich bin ein Geist. Nein, gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na los. Keine Sorge, mich sehen Sie nie wieder. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Das wird sicher mega cool. Ja, ich bin auch gespannt, wie es aussieht. Oh, Zeitdruck? Wo muss ich denn lang? Ach Mann, ich mag nicht, wenn ich unter Zeitdruck stehe.